das ist sehr gut, das freut mich zu hören. Und ich hoffe, die ganze Mannschaft merkt das auch. Das ist sehr wichtig, dass wir so eine Mentalität oder sowas ausstrahlen können, weil das brauchen wir für das ganze Jahr. Ich habe das am Anfang gesagt, dass ich glaube, ich habe die Mannschaft auch gesehen, ich habe jetzt ein bisschen mehr erlebt mit der Mannschaft und ich glaube, die Jungs sind sehr gut. Wir sind eine gute Mannschaft, eine gute Truppe und ich glaube, wir können für das nächste Jahr den europäischen Teil erreichen. Ich glaube, braucht man immer höhere Ziele und das ist, was können wir erreichen, glaube ich. Das ist die Realität. Ich habe die Mannschaft gesehen und wenn wir diese Konstanz haben, die ganze Jahr, das vielleicht können wir das erreichen. Ich habe das immer gesagt, Trainer werde ich nicht oder ich glaube nicht, aber als erfahrener Spieler kann ich ein paar Tipps geben und ein paar Sachen sehen bevor den anderen. So, und das kann ich mit den Jungs auch sprechen und sowas auch erklären und sagen. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, aber trotzdem man braucht ein bisschen Zeit. Ich bin jetzt fit und ich hoffe, dass kann ich ein bisschen mehr Stück bei Stück spielen. Ja, ich glaube schon. Wir haben viel darüber gesprochen, vor dem Spiel auch. Wir wussten schon, dass die Sachen nicht so gut gelaufen sind in den letzten Jahren, aber dieses Jahr haben wir alle gesehen, das wird ein bisschen anderes, glaube ich. Und wir hoffen, das können wir auch so weit wie möglich ist, in den Pokal zu reichen. Ich glaube schon. Wir haben viel Konkurrenz da und wir haben sehr gute Spieler da. Wir werden sehen am Ende, wie läuft bei uns, aber wir haben sehr gut besetzt da vorne. Ich habe schon das Gefühl, dass wir gut gewappnet sind, aber wir haben keinerlei Gefühl von Sicherheit. Es kommt jetzt drauf an, jetzt müssen wir es beweisen. Jetzt kommen die ersten Spiele in der Liga und ich habe schon das Gefühl, dass wir recht variabel sind im Offensivspiel, dass wir Möglichkeiten haben nach vorne, dass wir grundsätzlich auch eine gute Idee haben, wie wir Konter vermeiden wollen, wie wir verteidigen wollen. Und von daher bin ich optimistisch, aber in dem vollen Bewusstsein, dass wir das jede Woche aufs Neue beweisen müssen und dass am Wochenende mit Hannover ein extrem starker Gegner auf uns wartet. Nein, überrascht hat mich das nicht. Wir waren ja über den Fitnesszustand jederzeit informiert. Wir waren im Kontakt auch während der Weltmeisterschaft, nach der Weltmeisterschaft. Julia ist sehr gewissenhaft, ist wiedergekommen im Zustand, wo er keine lange Eingewöhnung brauchte. Im körperlichen Bereich natürlich wird es auch noch ein paar Wochen dauern, bis er komplett auch alle Abläufe drin hat, weil er seine Mitspieler vor allen Dingen auch kennt. Aber da hilft ihm natürlich seine Spielintelligenz und ich glaube, man hat letztes Wochenende schon gesehen, dass er für uns eine große Verstärkung sein wird. Gar nicht. Wir fühlen uns sehr wohl mit dem Kader, den wir haben. Wir haben jetzt zum Glück mit Ole Kolper nach dem wirklich blöden Foul am Wochenende keine so lange Ausfallzeit, sodass da auch kein akuter Handlungsbedarf besteht. Er wird jetzt 2 bis 3 Wochen ausfallen.